Formel 1 News zum US Grand Prix und Max Verstappen. Zwei Stunden nach Rennende verkündete der technische Delegierte der FIA, Joe Bauer, dass von den vier untersuchten Autos zwei durchgefallen sind und somit disqualifiziert wurden. Untersucht wurden die Autos von Norris, Verstappen, Leclerc und Hamilton. Der Grund für die Disqualifikation? Illegaler Unterboden, genauer gesagt eine zu starke Abnutzung des Unterbodens während einer Session. Das ist ein Verstoß gegen den Artikel 359e des technischen Reglements. Dort heißt es, die Dicke der Plankenanordnung normal zur Unterseite gemessen muss 10 mm plus minus 0,2 mm betragen und im Neuzustand gleichmäßig sein. Eine Mindestdicke von 9 mm wird aufgrund der Abnutzung akzeptiert und die Einhaltung dieser Bestimmung wird an den Rändern der vorgesehenen Löcher überprüft. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Autos auf dem holprigen Circuit of the Americas zu tief eingestellt waren, was zu einem höheren Verschleiß als erwartet geführt haben könnte. Max Verstappen hatte beim US Grand Prix große Probleme mit den Bremsen, genauer gesagt nicht das richtige Gefühl, manchmal vorne beim Bremsen, manchmal hinten. Helmut Marko erklärte nach dem Rennen, dass die Bremsbeläge routinemäßig gewechselt wurden und sich dabei etwas eingeschlichen habe. Was genau, wisse er aber nicht.